Hallihallo. Oh. Was geht denn hier ab? Hallo? Ey, was ist das denn für ein Backofen? Ey, das war jetzt über eine halbe Stunde drin. Silvana! Ja, was denn, Mama? Ey, das war über eine halbe Stunde drin, auf 200 Grad. Mama, der Backofen ist kaputt. Da kommen doch Geräusche. Ja, der ist trotzdem kaputt, der wärmt nicht, keine Ahnung. Ey, Silvana, pass auf, du siehst mich hier mit dem Zeug machen, ja? Ja, was weiß ich denn, was du hier machst? Ja, was macht meine Auflaufform? Irgendwas, was im Backofen kommt. Ja, nicht unbedingt, da kannst du auch alles andere drin machen. Ey, Silvana, das ist nichts, da ist angeschmolzen durch den Wind, der da kommt. Ja. Ey, das ist doch wohl nicht wahr. Ja. Was mache ich den Kindern jetzt zu essen? Ey, ist das jetzt meine Schuld oder was, Mama? Da musst du mal fragen. Nein, du hättest mir doch sagen können, wo du gesehen hast, was ich hier machen bin. Ich wusste doch gar nicht, was du da machst. Ey, mein Backofen unten ist weg. Ich habe keinen Backofen. Was mache ich jetzt damit? Schütze ich mir in die Schuhe und lauf Schlittschuh oder was? Mich macht es unheimlich sauer, wenn in der Küche irgendwas nicht funktioniert. Weil das ist im Endeffekt meine Arbeitsstelle, wo ich die Kinder mit glücklich stellen muss. Und hier funktioniert ja nichts. Kannst du noch ein bisschen Wind laufen lassen hier? Oh Mann, jetzt hör doch mal auf zu meckern. Wir stellen dir oben die Küche schon zur Verfügung und du bist nur am Maulen. Ihr stellt mir die Küche zur Verfügung und? Ich hab der Mama schon mal gesagt, dass unser Backofen kaputt ist. Ist doch nicht meine Schuld, wenn sie nicht daran denkt und dann einen Auflauf macht. Hätte ja mal nachfragen können. Und außerdem soll sie doch mal froh sein, dass sie unsere Küche überhaupt nutzen kann. Guck mal, ob du was zu essen für die Kinder da hast, was Warmes. Ich habe noch Ravioli und irgendwas anderes. Wie irgendwas anderes? Ein Ravioli. Was? Und was ist hier? Weiß ich nicht, kann es hier aussuchen. Ey, Silvana, warum hast du hier Sachen ohne Etikett? Weiß ich doch nicht, ich bin doch nicht die Einzige, die hier einkaufen geht. Warum bin ich denn jetzt schon wieder Mama, ist das jetzt dein Ernst oder was? Ich geb dir jetzt schon unser Essen und du bist trotzdem am Maulen. Ja, guck mal, die Kinder möchten auch was Warmes haben. Ja, gebe ich dir doch. Ja, komm, helf mir mit auf, die kommen gleich und ich hab den Terror. Mann, ey. Ey, das ist doch, sind doch keine Raviolis. Das ist Hundefutter. Du hast gleich auch Hundefutter. Ey, guck mal. Soll ich das einfach da reinschütten? Ja, muss ich ja. Ich hab hier noch nicht mal das Gleiche hier. Ich geb dir einen anderen Topf. Jetzt hör auf zu maulen. Nein, oder? Nicht anderen Tops. Willst du das zusammenkippen? Ja, geht ja auch in einen Magen. Da bist du abartig. Warum? Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich mich hier von der Mama so anmeckern lassen muss, weil das ist unsere Wohnung hier oben und die Mama soll doch froh sein, dass sie hier oben kochen kann. Die macht hier oben nur Chaos. Eigentlich müsste ich meckern. Für mich brauchst du mal nichts kochen. Warum? Nur so, Mama. Ach, ihr spinnt euch ein zusammen. Oh, Nudeln sind Nudeln, sowas kann auch zusammen. Die Kinder essen doch sowieso alles am liebsten mit Ketchup. Ja. Ja, ist so. Gucken, ob die noch Platz haben. Siehste, passt doch. Die merken dann noch nicht mal. Funktioniert wenigstens ein zerkrant, komisches Feld hier? Ja, es funktioniert. Geh doch mal. Schön, da hinten wird was rot. Und wie schmeckt das Neusser Allerlei? Also essen kann man's. Also da stirbt keiner dran. Also ich verfeinere das jetzt noch ein bisschen mit Maggi und so ein bisschen. Das schmeckt, hör mal. Die sollen sich nicht anstellen. Die sollen froh sein, dass sie was kriegen. Es kommt da noch ein bisschen Würze bei. So. Lecker. Mama Silvia hat den Dreh raus. Wie lange brauchst du noch? Ich wollte für uns 5 hier oben kochen. Ich wäre schon längst fertig gewesen, wenn der Auflauf in eurem Backofen funktioniert hätte. Ja, der Backofen ist kaputt. Ich bin jetzt gleich fertig. Steck die Nase rein, dann sagst du mir, ob es heiß ist. Nee. Mann! Dann mal her mit der hungrigen Meute. Eine Frage ist allerdings noch offen. Mama, wo essen wir überhaupt? Unten auf die erste Estefania runter. So, weiter. Schatz, kommst du auch? Ja, lass mir die Kinder erst raus. Ja, ihr. Danke. Gut. Komm, runter. Dein Teller? Ich hab keinen Hunger. Wie, hast du keinen Hunger? Ja, weil ich keinen Hunger hab. Oh. Kein Wunder, wenn man weiß, was drin ist. Startfrei für den Almabtrieb mit Eintopf. Komm, beweg dich. Beeilt euch mal da vorne. Ja, ich will nicht, das. Komm, geh mal. Geh! Komm, geh auf! Ja, geh doch mal, geh mal, warte kurz. Komm, Kilenta. Essen ist gleich kalt. Ja, schön, wenn ich mich nicht damit vollkippen will. Alles nur das nicht. Schließlich hat sich Silvia solche Mühe gegeben. Bitte Platz zu nehmen. Richtig ungemütlich hier zu essen. Das ist voll die komische Atmosphäre. Das Essen ist schon kalt von dem Weg von oben bis hier unten. Das ist einfach nicht gemütlich, wenn man hier sitzt und essen will. Kannst du mir mal bitte sagen, seit wann du uns Dosenessen gibst? Ja, seit wann? Komm, esst jetzt. Guten Appetit. Ja, danke. Silvia hat gut reden. Aber von der Temperatur einmal abgesehen, Muttis Dosierung trifft wohl nicht jeden Geschmack. Nee.
Mir tut schon irgendwie leid, jetzt so ein Feedback hier auf mein Essen zu bekommen. Weil die Kinder kennen das ganz einfach nicht von mir. Ich koche immer eine Mahlzeit am Tag für die frisch. Und ja, es hat leider nicht geklappt hier mit dem Auflauf. Aber da müssen wir alle jetzt im Endeffekt durch. So, ihr seid fertig. Mama. Komm, Lavinia, was ist jetzt? Nee, ich möchte das wirklich nicht zu Ende essen. Boah, komm, Lavinia. Nee. Ja, komm, dann macht ihr oben jetzt bitte noch ein Brot. Oben ist das ganze Zeug. Ihr bringt jetzt eure Teller hoch. Ja, können wir das nicht hier machen? Nein, der Peter hat mir die Spülding da nicht angeschlossen, Spülmaschine auch nicht. Die Tellers kommen alle hoch und alles bitte vernünftig weg. Du gehst bitte mit und achtest drauf, ich mach den Tisch hier sauber. Ja, das ist eine Notsituation jetzt und ich meine, da muss man eben durch. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, sonst klappt das Ganze nicht. Schon klar. Übrigens, wie wär's mit ein paar Würstchen in der Not? Serafina hat da schon mal was vorbereitet. Kann ich, will spülen. Nein, ich bin hier am Kochen. Kommt alle rein. Nein, nicht alle rein. Wir müssen die Teller spülen. Ja, ist mir jetzt gerade egal, ich bin aber jetzt hier am Kochen. Wie, was ist denn los hier? Ja, wir können hier nicht spülen, weil sie am Kochen ist. Ja, Kila, okay, hörst du mal auf. Ich wollte spülen. Das alles ist ins Bad, egal, ich komm. Bin okay. Hier am Kochen. Ja, ist schon okay. Ich will ins Bad. Bad spülen. Hi. Was wollt ihr denn jetzt? Hallo, Leute. Wir müssen spülen. Und sag mal, geht's noch? Nee, raus hier, das Bad ist besetzt. Und wir machen die Küche ist aber auch besetzt. Ja, ihr interessiert mich, dann müsst ihr warten. Raus. Mädels, kommt mal her. Och Mann, wo sollen wir denn spülen? Dann sollen die das wegspülen, ganz warte, ehrlich. Hier hin, komm. So. Gib mir den Teller. Hier ist Papiers Teller. Warte. So, rein drauf mit. Los, Freunde, geht. Und tschüss nach unten. Sollen sie es wegmachen, ist egal. Eine kocht die Serafina, die andere ist mit der Kleinen im Bad und da hast die Hände voll und dann noch mal runter. Nee, nie im Leben. Also einfach mal hier auf den Tisch und dann könntest du danach selbst räumen. Serafina, ist das jetzt denn ihr Ernst oder was? Was denn? Ja, die haben da die Teller jetzt einfach hingestellt. Sollen wir das jetzt noch machen? Ja, die haben doch auch unten ein Badezimmer, wo die das machen. Ja. Und wir bei uns sollen die das machen. Ja, aber nicht im Bad. Ey. Wir haben hier eine Küche, da müssen die halt warten. Und denn ihre Küche ist gerade mal einen Tag weg. Und guck dich mal um, überall ist Chaos hier oben. Und ja, unten bei denen ist alles schön ordentlich. Das geht nicht. Ich bin mal gespannt, wie es die nächsten Tage weitergeht, weil wir dürfen jetzt 3 Stunden später essen und hier ist nur Chaos. Und das am ersten Tag. Ich muss aber mit Mama reden, Regeln aufstellen oder irgendwas. Als ob das was bringt. Ja, vielleicht bringt's ja was. Hä, ist scheiße hier einfach. Und der Küchenclinch ist damit noch nicht beendet. Gut, dass es schon spät ist und gleich nur noch 2 Tage ohne Küche zu überstehen sind. Bratalarm bei den Wollnys. Silvia hat so früh am Morgen Großes vor, wenn auch nicht in ihrer eigenen Küche. Ich stehe jetzt so früh hier in der Küche, weil es ganz einfach für mich gibt kein Wochenende. Und ich habe mir gedacht gehabt, weil das Abendessen war gestern misslungen gewesen, tust die Kinder jetzt mal überraschen mit Rühreier und Bacon. Und ich hoffe, die freuen sich jetzt gleich. Mann, ist das dein Ernst oder was? Wie mein Ernst? Ja, guck mal, was du hier machst. Du qualmst die ganze Hütte zu. Och, Silvana! Guck mal auf die Uhr. Um die Uhrzeit schlafen wir hier oben noch. Mach doch mal bitte das Fensterwesen. Oder mal die Abzugshaube. Mach doch mal die Abzugshaube. Ja, was weiß ich, an. Wo hier eine Abzugshaube? Ja, Mama, dann ich wollte schon meine doch machen. Frag uns doch. Ja, ich wollte. Hier, guck mal, da an der Seite machst du dir an. Ja, ich wollte euch aber nicht lecken. Sieht lecker aus, ja? Ist das dein Ernst oder was? Ja, das sieht doch lecker aus. Natürlich stinkt da die ganze Bude jetzt hin. Ja, danach, aber ich find's jetzt nicht mehr gut. Bacon. Oh, Schatz, ist jetzt gut. Was denn? Unterstütz uns doch mal ein bisschen. Ich liebe Bacon. Ja, hat doch damit nichts zu tun. Du kannst uns trotzdem unterstützen. Dann brat dir dein Bacon gefälligst selber. Heute Abend machen wir einen Schlüssel ab und dann hast du Pech. Dann musst so, du klopfen. Ja, dann warte, bis Oma fertig ist. Oma macht dir jetzt was, Mucki. Dies ist früh am Morgen. Da ist das Erste, was man machen muss, dem Kind ein vernünftiges Frühstück. Hier, guck mal, Oma hat. Komm mal holen, Ham. Hier. Für dich, Schatzi. Sag mal, Oma, erst guten Morgen. Kommst jetzt immer morgens an die Oma, ne? Wenn die anderen noch schlafen wollen. Tschüss, Schatz. Ja. Das ist eben Oma, ne? Die Oma ist eine Nase, ne? Wie, doch? Nein. Ja, die Oma hat dir was zu essen gegeben, ne? Bist jetzt der Oma ihre beste Freundin, ne? Kleiner Verräter, du. Bitte du. Du, Verräter. Du. Ich? Du.
Du bist ein Quatschkopf. Ja, du Quatschkopf. Fräulein? Fräulein? Darf ich das mal kurz einmal haben, bitte? Wie war das? Was? Hä? Mama ist ein Fräulein und ein Quatschkopf? Wer ist ein Quatschkopf? Ne? Oh. Wer ist ein Quatschkopf? Du. Immer noch ich? Wer ist ein Quatschkopf? Du. Und wer ist ein Fräulein? Du. Auch ich? Boah. So, jetzt die Mama aber keinen Quatschkopf mehr, okay? Nein, nur essen wir, Mama. Ja. Lachen ist gesund und macht Appetit. Silvia legt sich weiter mächtig ins Zeug. Schließlich sollen heute wieder alle satt werden. Und genauso gute Laune haben wie Mucki. So, alles da. Hi, morgen. Ich weiß ja, dass ihr gerne Bacon und Rühreier esst. Da habe ich euch jetzt hier das gemacht, okay? So eine kleine Wiedergutmachung. Ja, ja, aber Mama, lass uns damit bitte nicht wieder runtergehen. Das Essen war gestern Abend kalt, als wir runtergehen. Ja, dann setzt ihr euch hier oben irgendwo hin. Vorsicht, Leute. Ja. So viel Besuch sind Silvana und Co. sonst nicht gewöhnt. Höchste Zeit, sein Revier zu markieren. Ja, mach dich auf meinen Platz. Kannst du das komm hier bitte raus da. Hey, was denn? Ich sitze jetzt hier und esse. Ja. Jetzt bitte woanders hin, das ist mein Platz. Ey. Komm, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Wo soll ich mich denn jetzt hinsetzen? Geh ins Treppenhaus, oder? Das ist genug Platz. Hey, ihr habt die Sorgen echt weg. Ja klar, wir sorgen. Die Kinder haben gestern Abend du weg. Ja, sauber machen. Nein. Wie nein? Das ist wir haben gestern gesagt, nicht mehr hier im Bad spülen. Ja, wo soll ich denn sonst spülen? Ja, in der Küche. Da ist doch gar kein Platz in der Spüle. Ach, Leute. Putz doch nur die Zähne einmal. Was soll das denn, Mama? Wir haben doch gesagt, bitte nicht mehr im Bad spülen. Geh doch runter und mach das unten. Dann nimm den Spül doch mit, meinetwegen, wenn du es unbedingt sauber machen willst. Ey, die Kinder sind sich hier am Beschweren. Ja, und Wochenende, Mama. Wir wollten ausschlafen. Ey, Peter, es gibt Bacon. Die Hühner machen sowas nicht. Bacon. Ja, Bacon mit Eier. Auf die Uhr. Wisst ihr was? Also, pass auf, eins sage ich euch jetzt, ja? Da könnt ihr mal ganz genau hinhören. Die Hauptsache, die können lecker warm essen. Abmarsch runter, dann gibt's ab heute nur noch Brote und die kann ich unten am gemeinschaftlichen Tisch machen. Komm. Ey. Komm, bitte. Komm, Loredana, runter. Die brauchen ihren Platz. Ja, ich bin jetzt hier oben ausgerastet, weil das hier oben einfach zu viel wurde, zu voll vor allen Dingen. Dann hoppeln die hier mit 30 Leuten rum, das ist hier schon zu fünft zu eng. Und ja, deswegen haben wir die jetzt einfach rausgeworfen.